Es muss doch eine Möglichkeit geben, auf das Schiff zu kommen. Klar, draufkommen ist einfach. Immerhin haben wir jetzt den Richter in unserer Gewalt. Ich hab mir das schon gedacht. Du gehst am besten zu ihm und quetscht ein Ermächtigungsschreiben für das Schiff aus ihm heraus. Aber das ist doch nicht alles. Um das Schiff zu lenken, brauchst du einen Kapitän, eine Mannschaft und so weiter. Da hängt ein riesiger Rattenschwanz dran. Von mir hat er das nicht. Kennst du jemanden, der ein Schiff lenken kann? Soviel ich weiß, ist Torloff früher zur See gefahren. Er kennt sich aus. Ich hab mir das schon gedacht. Wen soll ich als Mannschaft anheuern? Das musst du selbst entscheiden. Aber ich würde nur Leute mitnehmen, denen ich vertraue. Hast du genug Leute, denen du vertraust? Wenn du einen Schmied in deiner Mannschaft brauchst, solltest du Bennett fragen. Er ist sicherlich der Beste, den du je finden wirst. Von mir erfährt keiner was. Würdest du mit aufs Schiff kommen? Machst du Witze? Natürlich wäre ich dabei. Ich habe auf dem Festland noch ein paar alte Rechnungen zu begleichen. Mit dem König. Außerdem könnte ich dich im Kampf mit der Ein- und der Zweihandwaffe unterweisen. Ich könnte also von großem Nutzen für dich sein. Dann pack deine Sachen. Was denn? Jetzt sofort? Ja. Ich habe vor, hier zu verschwinden. Und wenn du mitkommen willst, komm zum Hafen. Wir treffen uns am Schiff. Ich habe schon so lange auf diesen Moment gewartet. Ich werde dort sein. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Silvio, der Mistkerl. Na, das weiß ich schon alles. Das hat er wirklich nicht verdient. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Davon lass ich lieber. Ich könnte dich und deine Axt gebrauchen. Na, das wundert mich nicht. Das kann ich für dich tun. Würdest du mit mir zu einer Insel segeln und dem Feind in den Arsch treten? Klar. Sofort. Sag mir nur, was ich tun muss. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Komm zu mir an Bord, warte am Hafen auf mich. Ein Schiff? Du hast doch nicht gewusst. Eins muss man dir lassen. Mit dir wird es nie langweilig. Komm schnell nach. Das ist doch alles nur Gerede. Gut. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Das ist doch lange. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Hey! Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Ich muss zu einer Insel. Ich könnte einen Schmied gebrauchen. Und da hast du an mich gedacht? Ja. Was sagst du? Dann wärst du auf jeden Fall weg von hier. Besser als Onashof. Junge, selbst die Hölle kann nicht so schlimm sein. Ich bin dabei. Sei mein Schmied. Wir sehen uns am Hafen. Alles klar. Bis nachher. Gut. Hey, du. Ich hab... Drachenblut ist blöd, ne? Wird es wahrscheinlich nicht so beim Händler geben. Rott kann man, glaube ich, auch nicht mitnehmen. Ne, Rott ist ja draußen. Raoul will ich nicht mitnehmen. Den kann man auch nicht mitnehmen. Milton habe ich schon, sonst kann man da keinen mitnehmen. So einiges gehört. Ich kann das nicht glauben. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Das war noch klar. So. Ich habe herausgefunden, wo sich der Feind versteckt. Frag mich nicht wieso, aber ich spüre, dass ich dich begleiten sollte. Wie meinst du das? Ich kann es nicht erklären, aber ich weiß, dass ich die Antworten nur erfahre, wenn ich dich begleite. Dann komm mit und hol. Wir treffen uns am Hafen. Beeil dich. Okay, da gibt es nicht mal Erfahrungspunkte, wenn ich ihn mitnehme. Wo ist denn die Hafenstadt? Habe ich die nicht als Teleporter drin? Doch, 5. Hey, du. Das habe ich schon immer gesagt. Hast du Lust, diese Insel zu verlassen? Das ist doch kein Nichts Geheimnis. Lieber als das. Was hast du vor? Ich habe herausgefunden, wo der Anführer der Drachen sich aufhält. Er ist auf einer Insel, nicht weit von hier. Ich habe vor, ihm endgültig den Garaus zu machen. Klingt nach einem Heidenspaß. Wenn du mich brauchen kannst, bin ich dabei. Brauchst du auf deiner Reise noch einen Lehrer für Geschicklichkeit oder Kampf mit der Einhandwaffe? Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen. Wir treffen uns alle. Ein Mann. Gut.
Er sollte lieber den Hammer, den Hammer, den Hammer. Hey, du! Man erzählt sich ja so einiges. Gut, den haben wir. Ich glaube, in der Kneipe ist keiner drin, den man noch mitnehmen kann, oder? Wie soll ich mich denn noch alles kümmern? Ich habe gehört, du suchst Leute für dein Schiff. Und? Ich bin dabei. Den werde ich nachher nochmal ansprechen. Ich glaube, da nichts weiter. Den werde ich nämlich nachher nochmal ansprechen. Kann nämlich wirklich sein, dass ich was von dem... Dass ich... Ich glaube, ich kann begrenzt Leute mitnehmen. Ah ja, genau. Ich brauche noch Geld, fällt mir gerade ein. Ich habe nämlich so wenig. Wo hast du dich schon wieder so lange rumgetrieben? Ich brauche neue Fälle. Hast du welche dabei? Ich habe hier ein paar Fälle für dich. Schafsfell? Du hast doch nicht etwa bei irgendeinem Bauern die Schafe auf der Weide abgeschlachtet. Würde mir nie im Traum einfallen. Würde mir nie im Traum einfallen. Wolfsfell, das ist gut. Fell von Wargen. Zähe Biester sind das. Ah, 100 Wargfälle. Schattenläufers. Ist eine Menge wert. Was zur Hölle ist das für ein Fell? Das habe ich einem Troll über die Ohren gezogen. Das ist ein halbes Vermögen wert. Gute Arbeit. War doch klar. Oh, ja, ich habe 20.000 ausgegeben, habe ich ganz vergessen. Dann gehen wir mal zu Diego. Ich werde Corinnes verlassen. Kluge Entscheidung. Ich wünschte, ich könnte mit. Die Stadt hat sich zu sehr verändert. Die Zeit des schnellen Goldes ist vorbei. Ich könnte dich im Bogen schießen, Schlösser knacken und Geschicklichkeit unterrichten. Außerdem kannst du sicher einen guten Dieb gebrauchen. Komm doch mit. Wir werden uns am Hafen versammeln. Ah, du hast recht. Corinnes ist ein Loch. Ich werde mit dir gehen. Warte einen Augenblick, bin sofort fertig. Dum 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 dum. Und die alte Rüstung der Schatten. Jawohl, das hat doch Style. So, ich bin bereit. Wir sehen uns am Schiff. Gut, gut, gut. So, jetzt tun wir mal den Richter ein bisschen ärgern. Hallo Arschloch. Gib mir eine Ermächtigung für das Schiff der Paladiner. Du bist ja wohl nicht ganz bei Trost. Was soll ich tun? Du hast mich schon verstanden. Gib mir die Ermächtigung oder ich werde dich der Miliz melden. Ich lass mich nicht erpressen, schon gar nicht von dir. Ich werde dich den Wölfen zum Fraß vorwerfen, du Stück Dreck. Morgahart hat in deinem Auftrag den Statthalter überfallen. Ich besitze ein Schriftstück, das es beweisen kann. Ja, das wird dir noch leid tun. Mich erpresst man nicht ungestraft. Hier hast du die Ermächtigung. Nun geh. Ich werde später mit dir abrechnen. Ah, ich habe so Angst vor dir. Übrigens, der Pisser war dabei, als wir in die Barriere geworfen wurden im ersten Teil, da war er dabei. Der Penner. Deswegen mögen wir noch nicht. So, was ist denn hier? Hier ist ein Ritter. Und hier ist Igmar. Und ich werde jetzt speichern, weil... Hier habe ich nochmal die Chance auf Goblinbären. Genau. Das hörst du sofort! Alarm! Der hat leider keine Goblinbäre dabei. Tja, tatsächlich, der allerletzte hat noch eine Goblinbäre dabei. Und einen Kronstöckel kriegen wir auf jeden Fall auch noch irgendwo her. Cool. Zählt nicht mal als Verbrechen, weil es keine Zeugen gibt.
Ah, gut. So, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch großartig jemanden umbringen werde. Allerdings zur Sicherheit werde ich erstmal... Sag nicht, das hast du nicht gewusst. So, wen können wir denn noch mitnehmen auf unserer Reise? Ich weiß es gar nicht auswendig. Jetzt werde ich erstmal was anderes machen. Ja, was? So. Gut. Da werde ich jetzt einen Trank der Geschwindigkeit nehmen. Und vorher speichern. Und den werde ich natürlich auch irgendwo hin tun. So. Und weiter geht's. Dun, 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 dun. So. Wir gehen natürlich den kürzeren Weg. So, hier geht's lang. Ich glaube nicht, dass da noch Orks gespawnt sein dürften. So, ein letztes Mal im Minental. Meine Geschwindigkeitsding bleibt hier sogar erhalten. Auch nicht schlecht. Oh, mal schauen. Lebt hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Ich glaube, hier ist wirklich alles tot. Hey, du! Was müsste jemand tun, wenn er das Haupttor öffnen wollte? Um Himmels Willen, warum willst du das wissen? Ich mache mir Sorgen über die Sicherheit der Burg. Das mache ich mir auch jeden Tag, das kannst du mir glauben. Und weil ich so ein gewissenhafter Wachmann bin, hat mir Garond jetzt endlich auch den Schlüssel zum Torraum anvertraut. Eine verantwortungsvolle Aufgabe. Ich werde gut darauf aufpassen. Das habe ich Garond schwören müssen. Ja... Dann stell dir mal vor, da würde einer kommen und einfach den Hebel des Tores ziehen. Und das alte morsche Stahlgatter würde sich verkanten. Dann könnte niemand mehr das Gitter schließen. Nicht auszudenken, was dann passieren würde. Zum Glück weiß das ja keiner, dass ich den Schlüssel habe. Nur ich. Und das ist dein Problem. Also den Schlüssel habe ich schon. Aber ich glaube, du bist mittlerweile unbringbar. Genau. Unbringbar. Das neueste Verb. Jetzt auch im Duden nachzulesen. So, hier werden wir einen schönen Save machen und zwar Amoklauf. Ja, denn das wird recht lustig. Hoffentlich könnt ihr das Video sehen. Ja, also ich sehe ein Video. Oh, das sind Sounds aus dem ersten Teil. Kann sich vielleicht denken, warum ich hier alle umgebracht habe. Okay, das sind